Hallo und herzlich willkommen in meiner Bastelecke. Mein Adventkalender von Dani Beuys ist angekommen, ist ja schon ein bisschen länger her. Ich habe mich dieses Jahr für den Adventkalender zum Thema Reisen entschieden. Es gibt noch zwei andere, einer glaube ich zum Thema Journal und auch einen so für allgemein Kartenbasteln mit verschiedenen Sprüchen, Anlässen etc. Aber da habe ich so viel und zum Thema Reisen, ja, da habe ich eigentlich noch nicht so viel, möchte nächstes Jahr auch eventuell so ein bisschen ein Travel Journal anfangen und starten und beziehungsweise meine ganzen Urlaubsfotos verscrappen und haben mir gedacht, da ist es sicher ganz nett, wenn ich da ein bisschen was auf Lager habe. Wir werden den, nehme ich einmal an, im Dezember dann auch gemeinsam auspacken. Also schreib mir da gerne in die Kommentare auch, ob du irgendeinen Wunsch hast, wie ich meine Adventkalender dieses Jahr behandeln soll. Ich habe ja auch den von Creators Mind, ob wir uns das einfach gemeinsam dann auspacken sollen, beziehungsweise dann gemeinsam basteln damit, wie du das dann gerne hättest. Und dadurch, dass Dani Beuys ja eigentlich nicht mehr direkt nach Österreich schickt, habe ich mir das über Logo X weiterschicken lassen und habe auch noch ein paar andere Sachen bestellt, weil nur für den Adventkalender habe ich mir gedacht, zahlt sich das nicht aus. Deswegen ist noch ein bisschen was anderes in meinen Warenkorb gewandert. Und wenn dich interessiert, was da alles noch so drinnen ist, dann ja, bleib gerne dran, würde mich auf jeden Fall freuen. Zusätzlich zum Kalender habe ich mir ein Dani Dori bestellt. So was habe ich ja noch nie gehabt eigentlich. Entschuldigung, das raschelt jetzt ein bisschen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich möchte nächstes Jahr so ein bisschen, so ein bisschen Journal schreiben und auch ein bisschen was verscrappen. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach einmal aus. Deswegen habe ich mir auch vergünstigt das Dani Dori von 2022 geholt. Ganz ehrlich, das ist das Einzige, wo das aufscheint, das 2022, also das ist ein ganz normales Dani Dori, da steht sonst nicht irgendwie eine Jahreszahl oder so drinnen und da vorne werde ich sowieso dekorieren, beziehungsweise das dann halt überkleben und dann, ja, habe ich mir auf jeden Fall die, ich glaube sogar um 50% war das reduziert, habe ich mir gedacht, nie das mit. Dann gab es ein kleines Geschenk, ein Washi-Tape. Kriege ich das da hinter? Ja. So, dann schauen wir uns das mal an. Da ist ein Washi-Tape, das ist so bunt. Ah, das ist aber hübsch. Das ist so bunt, gestreift. Finde ich schön. Das kann man sicher auch in Kombination jetzt zum Beispiel mit dem Dani Dori ganz gut schon verwenden. Freut mich, dass das dabei war. Und dann kommen wir eigentlich eher zu dem Größeren, das ich bestellt habe. Es ist eigentlich eine Sache. Aber es ist dann doch was Größeres geworden. Und zwar habe ich mir ein Grab-Bag geholt mit den Monatskits. Da waren 3 Monatskits für 29 Euro. Und das ist eigentlich ein guter Preis, habe ich mir gedacht. Und dann schauen wir mal alles, was da drinnen ist. Das erste steht leider nicht drauf, von wann das ist. Aber es ist auf jeden Fall wunderschön. Es ist von Simple Stories. Da haben wir einmal einen Stickerblock. Da habe ich was zum Aufschneiden. Und die kleinste Schergnummer, die ich gefunden habe, natürlich. So. Oh, jetzt habe ich eingeschnitten. Nein, nichts passiert. Da haben wir Sticker. Das sind so Papiersticker. Okay, von 1 bis 12. Also da hat man dann auch die Möglichkeit, das vielleicht für Monatsübersichten oder so herzunehmen. Dann haben wir Buchstaben, das sind Wörter. Da ist mir gleich Better Half ins Auge gefallen. Es ist ein ganz still smiling, da sind Wochentage noch dabei. Da so kleine Briefmarken, oh, die sind auch wirklich sehr schön. Buchstaben wieder, Blumen, ich mag die Blumen. Es ist eher was Frühlingshafteres, das werde ich jetzt im Winter, glaube ich, nicht verwenden, aber so ab Februar könnte ich mir vorstellen, dass man dann schon wieder Laune kriegt auf so bunte Sachen und Blumen. Yes. Dann gibt es noch so kleine Kärtchen, auch wieder die Monatstage, Jänner bis Dezember, Monatstage, Monatsnamen, ein paar Decks, so ein paar Flags, also da ist einiges auch drinnen, das packt jetzt aber nicht aus. Und dann gibt es auch noch einmal das sind glaube ich die Die-Cuts und das sind die Ephemeras, da sind auch ganz viele Blumen drinnen und ach, die sind auch echt schön. Gefällt mir wirklich gut. Genau, Ephemera, Bits and Pieces und das ist Ephemera, okay. Es steht bei beiden das gleiche drauf. Naja, ist auf jeden Fall sehr schön.
Dann haben wir noch einen großen Stickerbogen in 12x12. Dieses Papier, oh, das ist so schön, das ist auch schön. Da haben wir so kleine Kärtchen, die man sich zuschneiden kann. Auf der anderen Seite das Muster, da bin ich eher vielleicht für die Kärtchen. Da haben wir noch einmal die Kärtchen. Und da ist dieser rosarote Tiger, den finde ich eigentlich ziemlich cool. Der ist ja auch bei den Stickern dabei. Dann haben wir noch einmal sowas. Das ist auch ein schönes Muster. Dann haben wir noch Decks. Und auf der Rückseite auch Decks. Also die kann man sich auch ausschneiden. Finde ich auch sehr schön. Das ist einmal dieses Kit. Da bei dem Kit ist, genau, war sonst nichts dabei. Ab und zu ist er bei den Kits bei. Bei Danny Boys dann auch noch ein Stempelset dabei oder was kommt da geflogen? Ein paar Reststücke. Worauf wollt ihr jetzt hinaus? Genau, oder ab und zu ist einmal nur ein Stift dabei oder irgendeine Farbe oder so. Aber das war jetzt eben nur dieses Kit von Simple Stories und die Kollektion heißt My Mind's Eye. Finde ich echt cool. Das war mal das erste Kit. Das zweite Kit, das ist vom Juli 2022. Also ich denke, dass das schon ein bisschen älter ist, weil ich meine mich zu erinnern, dass die Dani irgendwann in einem Video mal gesagt hat, dass sie die Kits mittlerweile in dem in diesem Kraftpapier einpacken. Und das ist eben vom Juli 2022. Und da kommt viel raus. Was habe ich? Genau. Juli 22, es ist auch schon vom letzten Jahr. Genau. Da haben wir ein Stempelset. Juhu. Okay, von Heidi Swaps sind das Sticker. Oh, voll schöne Sticker sogar. Und die sind alle so durchsichtig. Das sind so mit so Plastiküberzug. Und die sind aus Papier, da sind auch noch Buchstaben dabei, so eckenartig. Und die sind auch foliert, finde ich auch sehr schön. Und die Sticker sind auch foliert, gefällt mir auch gut. Auch mit dem Tiger kann man das mit dem anderen sicher gut kombinieren. Dann haben wir da ein Leporello. Also solche Sachen sind in den Kits auch manchmal dabei. Da hat man vier Seiten vorne und hinten, dass man sich auch schön gestalten kann und dann zum Beispiel auch hinstellen könnte. Dann haben wir ein Stempelset und zwar heißt es Wundervoller Sommer. Möglicherweise ist das sogar im Shop auch noch drinnen. Ich werde das eventuell recherchieren und werde dir das dann noch mitteilen, ob es das Stempelset auch noch zu kaufen gibt. Finde ich auf jeden Fall schön mit der Sonne. Die kann man sich dann auch mit dem Füllstempel ausfüllen oder man verwendet den Stempel allein. Dann haben wir einen Regenbogen, Sommer, Chillen, Atmen, Tanzen, Träume, Lachen, Sonnenschein und Wundervoll. Und noch ein paar Herzen und einen kleinen Stern. Echt ein cooles Stempelset. Und wenn man bedenkt, dass eins von den Stempelsets, das ist Originalgröße A6, schon 15 Euro regulär kostet, also dann zahlt sich das auf jeden Fall schon aus. Und was ich auch cool finde, die sind in diesen Hüllen drinnen. Ich verwende ja für meine Stempel die Avery L Hüllen und ich lasse dann auch meistens die Originalverpackung dabei, aber ich finde es cool, dass man so einmal ausprobieren kann, wie diese Stempelhüllen von Danny Boys auch sind. Ich habe jetzt schnell zum Vergleich einmal ein anderes geholt, das ist auch von Danny Boys, das ist ein weihnachtliches, das sind die Doodle Ornament, also Doodle Ornament heißt das und du siehst halt, das ist schon vom Verpacken her viel größer und generell habe ich dann auch immer so weißes Papier drinnen, dass man einfach sieht, wie die Stempel ausschauen. Genau, das Stempelset ist drinnen. Dann haben wir ein bisschen A4-Papier, was ich auch ganz spannend finde, Layouts einmal in A4 zu machen. Ist wieder das gleiche Design wie das Leporello. Das haben wir da. Dann haben wir das. Das mit den Blumen, das finde ich auch sehr schön. Dann nur ein bisschen Rosa dazu, also das ist jetzt auch eher für den Frühling. Dann das finde ich sehr interessant. Ich glaube, das ist ein Strand. Ich glaube, das ist ein Strand und das ist rosa eingefärbt vielleicht. Mega. Da diese Straße finde ich auch richtig cool für Scrapbook Layout oder so. Dann haben wir das.
Und dann, ah, sowas gefällt mir auch sehr gut, so Mixed Media, einfach irgendwie so ein bisschen draufgelatscht, mag ich auch sehr gerne. Und dann haben wir nochmal das. Und ich finde es auch cool, dass man da mal ein Vierpapier hat, weil man hat eh so viel 12x12 Papier, dass man ja, wenig verwendet, sage ich einmal. Also ich finde das auch vier auch mal ganz cool, um ein Vier-Layout zu machen. Ja, finde ich sehr spannend eigentlich. Das ist das. Dann haben wir da noch dabei auch so Kärtchen. Rückseite schaut so aus, finde ich auch sehr schön. Dann haben wir da wieder Kärtchen. Die Rückseite ist mit Punkten. Und da haben wir auch noch einmal Kärtchen mit Sprüchen. Und auf der Rückseite haben wir das so. Gefällt mir auch total gut, dieses Kit. Und ja, wie gesagt, finde ich mega, dass da ein Stempelset drinnen ist. Da haben wir die Sticker und da haben wir das Leporella. Dafür sind halt keine Die-Cuts drinnen wie in dem anderen Set, aber es muss ja eh nicht immer das Gleiche sein, finde ich. Ja, gefällt mir also sehr gut. Und ich denke auch, wenn sowas wieder mal angeboten wird, würde ich fast wieder zuschlagen und mir sowas holen. Weil gerade, na, geht das da wieder rein? Alles wieder verstaut. Passt. Und dann haben wir noch ein letztes Set. Ah, das ist auch schön. Und das ist winterweihnachtlich. Oh, das kann ich jetzt schon verwenden. Na, ist das cool. Okay, da haben wir wieder ein Stempelset. Und zwar heißt das Frostig. Wie gesagt, ich werde das recherchieren, ob es die Stempelsets noch so zu kaufen gibt. Da hat man coole Bäume. Stell mir für Hintergrund oder so sehr schön vor, wie der Sprenkel. Ich liebe ja Sprenkel. Habe ich ja in meinem Lernfernhall auch schon gezeigt, beziehungsweise gesagt, dann hat man so einen Kreis mit Punkten. Also wenn man das dann ausstanzt, dann finde ich das als schönes Etikett eigentlich ganz gut zu gebrauchen und dann vielleicht nur den Baum so drüber gestempelt. Richtig cool. Dann haben wir noch ein paar Worte. Frostig, traumhaft, eisig, traumschön. Wie ist das so getraumhaft? Eisig, kalt, glücklich, magisch, wundervoll. Ich lieb's total. Hallo Schnee, Winter. Also könnte man zum Beispiel nur das Hallo einfärben und dann sagen Hallo Winter. Alles weiß, endlich Abenteuer. Also endlich alles weiß zum Beispiel. Abenteuer, Eislaufen, es schneit. Oder endlich Eislaufen würde auch funktionieren. Man könnte da endlich Schnee dann machen, wenn man das nur einfärbt. Also da hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten mit diesem Stempelset. Dann gibt es von Simple Stories wieder ein Stickerbook. Ich brauche eine andere Schere, es hilft nicht. Wieder richtig eingeschnitten. Ich muss nochmal so das Kabel oder irgend sowas herrichten, wenn ich meine Sachen auspacke. Das sind Vögelchen und dann ein Zapfen und die Vögelchen sitzen auf Zweigen drauf. Ist das nicht süß? Oh, voll schön. Dann haben wir Buchstaben und Zahlen in so Holzoptik. Das sind wieder Wörter. Dann haben wir Schneeflocken auch in so braun Holzoptik. Finde ich auch schön. Dann haben wir noch mehr Buchstaben und Zahlen, die sind so ja, ganz ein dunkles Grün und die sind so braun mit Schneeflockenmuster. Dann haben wir da Schneeflocken, wo es drinnen steht. Ist jetzt nicht ganz normal Fall. Dann haben wir Etiketten, die kann man immer gebrauchen. Da auch noch Schneeflocken, die finde ich wieder schöner als die anderen. Und Worte. Genau, die kann man auch irgendwo dann drüber kleben zum Beispiel. Dann haben wir so Dabs, die man irgendwo dran machen kann. Cool. Das sind Linien. Aber auch mit dem Vögelchen zum Beispiel und dem Herz und so. Gefällt mir gut. Dann haben wir noch runde Sticker. Da haben wir noch Worte. Winter, cozy, chili, brr. Und ein paar so Fähnchen. Und das war's. Dann ist da dabei. Ah, schau, wieder ein Leporello. Diesmal aber quadratisch. Finde ich auch sehr schön. Und das kann man dann eben auch wieder aufstellen irgendwo. Also da könnte man dann schon so eine kleine, ja, irgendwas für Winter oder so dann schon gestalten damit. Und dann haben wir noch Papier. Einmal wieder
so Kärtchen, die man verwenden kann. Also die könnt mir das da so gut vorstellen, dass man das da vorne dann drauf gibt. Auf dieses Leporello, das passt von der Größe her ganz gut. Rückseite schaut so aus, mit Geweih ist das, glaube ich. Da bin ich eher bei den Kärtchen. Dann haben wir Schneeflocken und im Hintergrund ist so ein Notenmuster. Das finde ich sehr schön. Oh, das ist auch ein schönes Papier. Gefällt mir auch sehr gut. Das auch. Oh, das ist echt eine schöne Kollektion. Dann haben wir da Holzoptik, aber auch im Hintergrund wird das ein bisschen Mixed Media mäßig mit Schneeflocken und ein bisschen Text und so. Dann haben wir das. Passt jetzt vom Stil her nicht so ganz dazu, ehrlich gesagt, aber irgendwie dann doch wieder auch. Dann haben wir Punkte. Und noch ein Bogen mit Kärtchen und die Rückseite schaut so aus, auch wieder mit Schneeflocken. Also auch eine extrem coole Kollektion, die ich mir auf jeden Fall jetzt für meine Weihnachts- und Winterbasteleien schon herausgehalten werde. Stempelset ist super. Also im Prinzip habe ich mit den zwei Stempelsets, die jetzt in den Kits drinnen waren, schon den vollen Preis für alle drei Kits im Prinzip erinnern. Also das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, sage ich jetzt einmal. Genau. Das war. Da fliegen jetzt meine Sachen schon wieder raus. Also das waren eben die Kits, die ich bestellt habe. Dann habe ich noch das Dani Dori Cups, das Washi Tape, das war als Goodie dabei. Und natürlich das Highlight, mein Adventkalender, auf den ich mich schon extrem freue, den dann auszupacken. Und ich bin echt gespannt, was da drinnen ist. Und ich hoffe, wenn der cool ist, dass es nächstes Jahr dann auch wieder welche geben wird, weil vielleicht nehme ich mir dann ja eine andere Variante. Wer weiß. Ich habe überlegt, ob ich eine 2 nehmen soll, aber das war mir dann einfach doch zu viel des Guten, nachdem ihr eben auch den von Create a Smile habt. Und ich denke, 2 Adventkalender um 100 Euro, das sollte dann schon, ja, einfach einmal reichen, sage ich einmal. Genau, das war alles. Ich habe dir die Grabbags gezeigt. Ich habe dir eben die Kits gezeigt, die in dem Grabbag drinnen waren. Ich würde auf jeden Fall den Grabbag empfehlen. Und ich freue mich schon, den Adventkalender auszupacken und dann vielleicht auch in dem Dani Dori ein bisschen zu journalen. Wenn dich das interessiert, schreib mir das auch gerne in die Kommentare. Vielleicht machen wir da auch gemeinsam dann noch so ein bisschen ein Video dazu. Ich wünsche jetzt noch viel Spaß bei meinen anderen Bastelvideos. Tschüss, Baba, und bis zum nächsten Mal.